Moin, wir Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal den Fan 400 Ware TMS. Dieser Fan wird uns zur Verfügung gestellt von Moos Agrar und der die Modder schreiben hier in der Modbeschreibung, dass dieser Fan für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihren wir können es den Mod runterladen und nutzen. Ja, und wenn euch unser Modfall schon gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen-Button nutzt und einen Daumen nach oben gibt. Genauso sehr schön, wenn ihr einen Kommentar da lasst und wenn ihr es noch nicht getan habt, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen. Ihr seht schon im Hintergrund, Farming Simulator 22 Year 2 Seasons Pass, also sprich, der Seasons Pass 2 kommt raus, ist rausgekommen. Wenn ihr den Link unter dem Video nutzt, bekommt ihr den halt zum ja, Giants Originalpreis, so wie es da oben steht, save up to 30%. Ob so ist, weiß ich nicht, schaut mal auf den Link nach. Wenn ja, wird nutzt es auf jeden Fall, weil durch diesen Link unterstützt ihr den Entwickler mit Manus direkt und dies wiederum würde uns natürlich sehr freuen. Ja. Dieser Traktor und nicht der Fan an sich, wieder kommen wir zurück zum Mod natürlich. Ihr seht texturtechnisch, kann man nicht meckern. Steht sehr gut da, hat keine Fehler, ist vielleicht ist nichts verschwommen oder ähnliches. Das passt soweit und der gefällt mir so in dieser Version recht gut. Ihr seht, man kann natürlich farblich ein bisschen was machen an dem Fahrzeug. Ihr seht hier vorhin diese roten Zinken, die lassen sich konfigurieren, also quasi dieser Frontalschutz. Und. Wir steigen aber erstmal ein und gucken uns das Ganze nur von innen an. Wir machen mal den an. Ne, Sound ist alles Standard. So, ihr seht, Innenraum ist beleuchtet. Ne, das passt soweit. Displays gibt es ansonsten erstmal nicht, bis wir vorne ist eine Steuerungspanel. Dann können wir uns die Maussteuerung angucken. Da oben könnt ihr das Dach öffnen, die Dachluke öffnen und schließen. Ihr könnt die Fahrertür öffnen und schließen. Mit Sound. Die Beifahrertür könnt ihr öffnen und schließen. Dann die Frontscheibe könnt ihr auf und zu machen. Und die Heckscheibe. Genau, das ist an dem Fahrzeug schon mal möglich. Ich habe das schon mal gesehen. Ja, ansonsten Innenraum, wie gesagt, ihr seht, ist voll animiert. Der Hebel wird betätigt, die Pedalen werden gedrückt, das Lenkrad wird gedreht. Das passt soweit. Von außen seht ihr auch, der Fahrer hat die Hand am Joystick. Kuppelt, bremst, gibt Gas. Das passt so, also da ist schon mal nichts zu meckern. So, machen wir einen obligatorischen Lichttest. Ablendlicht, Arbeitsscheibe hinten, Arbeitsscheibe vorne, aus. Und Umleuchten seht ihr, funktionieren auch. Gucken wir uns von hinten. Bremsleuchten tut es auch, Rückfahrscheibe hat er nicht. So, Blinker, funktionieren, einwandfrei. Gibt es auch nichts zu meckern, ne? Und Umleuchten müssen noch funktionieren. Ansonsten, dieser vom Fahrfeeling her lässt sich sehr gut fahren, ist schön ja, kompakt und wendig. Sehr schön auf jeden Fall. Ja. Schauen wir uns das im Shop an. Wir gehen mal unter DLCs und Mods. Dort finden wir den Fan 400 TMS. Zusätzlich, also quasi Pack ist es ja nicht, aber ihr könnt letztendlich ist noch ein extra Gewicht mit in den Pack mit bei. Für 600 könnt ihr das erwerben und an den Pack dran machen. Ansonsten haben wir hier den Fan 400 Ware TMS. Für 78.000 Euro bekommt ihr 115 PS und 55 km schnellen Traktor. Jetzt gibt es mehrere Motorenausführungen. Und zwar von dem 411er bis zum 415er. Also 11 mit 115, dann gibt es 125, 135, 145, 155. Und das ist das Maximum. Der 415 war TMS mit 155 PS ist der leistungsstärkste in diesem Mod. Dann gibt es viele verschiedene Reifenhersteller. Und in den Reifenherstellern seht ihr, gibt es verschiedenste Reifen. Vom Pflegebereifung bis hin zu Zwillingsbereifung vorne und hinten. Wie es einem dann gefällt. Auspuffblende gibt es am Original. Da gibt es halt Chrom, Designline, dann ist hier vorne das Ganze. Oder Original. Ne? So, dann Frontanbau ist hier vorne, diese beiden Zinken, wo ich von gesprochen habe. Ne? Und die wiederum sind dann in der Designfarbe. Deswegen das ist immer dran. Dieselrost, ja, nein, ist hier vorne. Das Zeichen, ne, da. Könnt ihr sagen ja oder nein? Rundumleuchten gibt es links, rechts, beide, dann als also andere Form letztendlich. Entweder also eckig oder rund, ne? So wie ihr es halt möchtet. So, schauen wir weiter. Ihr seht, da ist noch einiges hinterlegt. Lenkradknauf können wir installieren. Das heißt, so hat er keinen. Ich glaube, so sieht man es am besten. Wenn ich sage ja, zack, da entsteht er dann. Dann Teppich, könnt ihr sagen ja oder nein. Dann habt ihr Fronthydraulik, könnt ihr sagen. Ohne Zapfwelle
oder mit Zapfwelle oder keine, ne? So wie es euch halt gefällt. Front oder Anbau, können wir natürlich auch sagen, ja, von Quickehauer oder Fendt. Nehmen wir natürlich Fendt, ja, ist ja klar. Hauptfarben seht ihr in den Fendt-typischen Farben. Ne? So wie es euch halt gefällt, auch in Weiß könnt ihr den zum Beispiel machen. Designfarbe, damit ist hier vorne das Ganze gemeint. Jetzt braucht man Schwarz. So rot machen, sieht man es halt auch besser. Und die Felgenfarbe ist halt auch dann, je nachdem, was man halt möchte, in den typischen Fendt-Farben. Könnt ihr euch dann wild konfigurieren. Und in diesem Fall wird nochmal zu den 78.000 Grundpreis 16.000 Euro zukommen, sprich für 94.100 habt ihr einen 155 PS starken Fendt. Wie ich finde, auch noch absolut im Rahmen des Erträglichen. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich euch nicht mehr zu diesem Mod sagen, weil Mauscontrol habe ich euch gezeigt, Konfiguration sind ein paar Mal durchgegangen. Bedanke ich mich fürs Zuhören, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Gerne auch einen Kommentar da lassen, würde ich mich auch immer darauf freuen. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden, hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox, ciao!